Ich habe die letzten 100 Tage ausschließlich Yoru gespielt und habe damit nicht nur meine neuen Lieblingsagenten gefunden, sondern auch das Potenzial in Yoru entdeckt, wodurch, wenn er richtig ausgespielt wird, er einer der besten Agenten aktuell ist. Daher verrate ich euch heute die Tipps und Tricks, die ich in den 100 Tagen gelernt habe, aufgeteilt auf die 4 Fähigkeiten. Und damit starten wir mit der Flash. Tatsächlich ist Yorus Flash, wenn man sie richtig einsetzt, eine der stärksten Flashes, weil sie so viele Variationen und Möglichkeiten bietet. Dabei lernt man vor allem durchs Zuschauen, wie man die Flash richtig wirft. Ich habe das so gemacht und wer mag, kann sich natürlich auch gerne ein paar Gameplays von mir anschauen, um sich die ein oder andere Flash abzuschauen. Die beste Flash, die ihr jedoch werfen könnt, ist dabei, wenn ihr in einer Smoke steht, auf den Boden schaut und die Flash werft. Damit poppt sie genau überhalb der Smoke oder außerhalb der Smoke. Ihr könnt rausgehen und peeken. Aus diesem Grund ist Yoru mit Jett in Kombination auch sehr stark, da Jett mit ihrer Dash-Smoke-Kombo auf den Spot kommt und ihr für sie oder mit ihr aus der Smoke rausflashen könnt und damit einfache Kills bekommt. Habt ihr mal keine Smoke zur Hand, könnt ihr dabei eure Flash auch so gegen die Wand werfen, dass sie beim Zurückkommen hinter der Wand explodiert, die ihr gerade piekt. Hier im Hintergrund seht ihr dazu auch gerade mal ein Beispiel. Das Ganze funktioniert sehr gut in engeren Gängen. Während die Flash nämlich zurückpoppt, könnt ihr langsam swingen, da ihr die Flash ja durch eure Wand sehen könnt und genau wisst, wie weit ihr pieken dürft, damit ihr nicht selbst geflasht werdet. Im Endeffekt ist es beim Flashen dabei super wichtig zu wissen, wo die Gegner stehen und wo sie vermutlich gerade hinschauen. So könnt ihr eure Flashes dann nämlich auch auf dem Boden leicht hinter euch werfen, sodass ihr nur kurz geflasht seid und ihr einfach pieken könnt. Ihr könnt sie aber auch einfach vor euch an die Wand werfen, sodass sie hinter euch explodiert und ihr habt einen ähnlichen Effekt. Es gibt aber natürlich auch noch die ein oder andere Flash, auf die man selbst nicht so leicht kommt, wie beispielsweise diese Flash hier auf Fracture, die fast den gesamten A-Spot flasht. Oder auch eine Flash, die ich sehr gerne benutze, auf Pearl, mit denen wenig Gegner rechnen und alle in B-Lobby Flashen, die ihr hier nämlich gerade im Hintergrund seht und schon einige Male dafür gesorgt haben, dass wir das gesamte Team in wenigen Sekunden komplett gewiped haben. Okay, okay, geh weg. Oh! Bro, was haben wir mit denen gemacht? Das ist ja insane! Solche Flashes kann man sich im Übrigen am besten bei anderen, wie mir beispielsweise, abschauen. In diesem Sinne dürft ihr also auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Was ihr mit euren Flashes jedoch auch noch machen könnt, ist die Gegner zu verwirren. Oftmals denken nämlich die Gegner, dass von dort, wo die Flash kommt, auch der Yoru ist, was in der Regel ja auch der Fall ist. Aber die Gegner sehen und hören natürlich nicht, von wo ihr eure Flash werft. Sie sehen sie erst, wenn sie aufpoppt. Bedeutet, wenn ihr beispielsweise auf Ascent im 1 gegen 1 an der Heaven steht, könnt ihr eure Flash einfach mal auf Amain werfen, um die Gegner vermuten zu lassen, dass ihr dort seid. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur, wenn die Gegner vorher nicht wissen, wo ihr seid. Alternativ könnt ihr es aber natürlich auch mit einem Fake-Teleport kombinieren, wo wir nun zur nächsten Fähigkeit übergehen, dem Teleport. Der Teleport ist eine Fähigkeit, die ihr sowohl aggressiv als auch passiv verwenden könnt. Inzwischen ist der Teleport dabei auch echt schnell und schwer zu entdecken, weil man ihn nur in einem 4 Meter Radius sieht und einem 12 Meter Radius hört. Solltet ihr euch jedoch dann teleportieren oder den Fake-Teleport benutzen, erfährt jeder im Umkreis von 42 Metern das, was nochmal 50% mehr sind als die Range von den Schritten. Dennoch könnt ihr den Teleport verwenden, um durch Chokepoints durchzukommen und hinter die Gegner natürlich. Kombiniert das Ganze auch gerne mit einer Flash von euch. Tipp: In dem Moment, wo ihr durch die Wand seht, dass die Flash gerade bounced, könnt ihr euren Teleport starten. Und zweiter Tipp: Teleportiert euch am besten, wenn der Teleport sich noch bewegt, damit die Gegner euch nicht abcampen können. Und falls doch, lauft erstmal so lange nach rechts und links, bis ihr eure Waffe in der Hand haltet. Die Gegner whiffen nämlich auch mal echt gerne, wenn ihr so ein dreistes Play macht. Und der wichtigste Tipp von allen, dreht euch vorher schon in die Himmelsrichtung, in die ihr nach dem Teleport schauen wollt. Damit spart ihr einfach wertvolle Zeit. Alternativ könnt ihr natürlich auch euren Teleport benutzen, um euch in die Smokes von euren Mates rein zu teleportieren. Das Ganze solltet ihr aber natürlich vorher etwas absprechen. Den Teleport richtig einzusetzen, braucht dabei auch wirklich relativ viel Zeit. Allerdings gebe ich euch noch den Tipp mit, wenn ihr ihn passiv verwendet, dass ihr am besten dabei immer springt, euch umdreht und nach unten schaut. Damit versteckt ihr nämlich quasi den Kopf vor dem Gegner, was mir in diesem Fall auch beispielsweise geholfen hat, zu entkommen. Denn sonst würdet ihr einfach nur stillstehen bleiben und vermutlich vom Gegner einen Headshot bekommen. Versucht euch das also immer anzugewöhnen.
Die Kunst ist es aber auch vor allem zu verstehen, wie sich der Teleport bewegt, denn tatsächlich könnt ihr den Teleport lenken. Die meisten denken nämlich, dass der Teleport einfach nur geradeaus geht und das stimmt so allerdings nicht ganz. Denn wenn er an einer Wand anstößt, verändert er seine Richtung. Je länger er dabei an einer Wand reibt, desto höher wird der Winkel abgeändert in die Richtung der Wand. Damit könnt ihr beispielsweise mit Lineups arbeiten und mit diesem Teleport auf Fracture, den ihr hier gerade seht, beispielsweise auf Side teleportieren und dazu auch noch die Gegner verwirren, weil sich die Tür öffnet. Der Teleport reibt sich quasi an jeder Wand und ändert damit ein bisschen seine Richtung. Wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr solche Lineups auch teilweise spontan entdecken. Und den Fake-Out, aka den Fake-Teleport, könnt ihr verwenden, um den Gegner eine falsche Position vorzugaukeln. Hier hatte ich in dem 1 gegen 1 am Ende gegen die Rainer, bevor ich gepiekt hatte, noch den Fake-Out benutzt. Und gerade als sie sich umdrehen wollte, hatte ich gepiekt, was ihr Crosshair-Placement natürlich komplett versaut hat. Ihr solltet das allerdings nicht zu oft verwenden, die gute Mischung macht's aus. Ansonsten könnt ihr euren Teleport natürlich auch taktisch einsetzen, um schnell zu rotieren. Dazu jedoch später mehr, wenn wir noch über die Ultimate reden. Kommen wir nun jetzt jedoch erstmal zum spaßigsten Teil, und zwar dem Klon. Denn mit ihm könnt ihr die Gegner richtig verzweifeln lassen. Prinzipiell ist euer Klon dabei nämlich ein hervorragendes Tool dafür, um, und jetzt haltet euch fest, Informationen über die Gegner zu bekommen. Denn in der Regel schießen die Gegner natürlich auf Agenten drauf, wodurch ihr beim Pushen auf den Spot Informationen bekommt. Und mit etwas Glück ist der Gegner dann auch noch geflasht, weshalb ihr am besten mit eurem Klon immer eng zusammenspielt, damit ihr dann von der Flash pieken könnt und den Gegner abschießen könnt. Solltet ihr jedoch bemerken, dass mit der Zeit die Gegner nicht mehr so oft auf den Klon draufschießen oder im besten Falle gar nicht mehr, wird es Zeit für den spaßigen Teil, und zwar dem Fake-Klon, bei dem ihr so tut, als wärt ihr der Klon. Dabei müsst ihr im Endeffekt auch einfach nur geradeaus laufen. Tipp: Je bescheuerter ihr gegen irgendeine Wand lauft, desto glaubhafter ist es. In meinen Gameplays habe ich das ja auch immer mal wieder gemacht und selbst bei den Twitch Rivals habe ich diesen Trick mal ausgepackt und sogar noch ein bisschen verfeinert, indem ich den Klon hinter mir platziert habe und als zweites habe reinlaufen lassen. Dann könnt ihr dieses Play nämlich auch problemlos alleine machen und habt sogar noch ein bisschen mehr Sicherheit dabei. Ich verlinke euch das Video dazu auch gerade gerne mal in der Infobox, wenn ihr euch das Gameplay jetzt gerade anschauen wollt. Lasst euch jedoch gesagt sein, dass das natürlich ein extremst hohes Risiko mit sich bringt. Macht das also am besten nur, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr wisst, wie die Gegner ticken, oder wenn ihr eben eine Eco habt und das Risiko damit eben nicht ganz so hoch ist. Wenn die Gegner eine Eco haben, ist das gar keine gute Idee, weil dann das Risiko doppelt so hoch ist und ihr ihnen quasi eine Waffe schenken könntet. Hier in dem Beispiel hatte ich lustigerweise das Ganze mal in einer Eco gemacht und als ich dann komplett B-lang vorgelaufen bin, habe ich gemerkt, dass der B-Spot komplett frei war. Damit konnte ich also die Information an meine Teammates weitergeben und wir konnten tatsächlich, obwohl wir in einer Eco waren, diese Runde für uns entscheiden, was natürlich auch extremst hilfreich sein kann. Wenn ihr sowas macht, solltet ihr aber im besten Falle immer einen Teleport zur Absicherung vorher platziert haben. Denn falls die Gegner auch nur einmal auf euch draufschießen, wissen sie, dass ihr nicht der Klon seid. Was für euch dann entweder heißt, Kampf oder Flucht. Und denkt bei der Flucht daran, zu hüpfen, euch zu drehen und nach unten zu schauen. Und wenn ihr im Übrigen wollt, dass die Gegner garantiert auf euren Klon schießen, dann lasst den Klon leicht schräg gegen eine Wand laufen. Dann sieht es nämlich so aus, als würde er seitlich pieken, worauf jeder Gegner schießt. Versprochen. Aktuell ist der Klon dabei aber auch wirklich sehr stark, da ihr mit ihm die Utility von Cypher als auch Killjoy triggern könnt, welche beide aktuell sehr stark in der Meta sind. Es wird im Übrigen auch nächste Woche eine Tierliste geben mit allen Agenten. Abonniert also gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Jetzt gehen wir doch erstmal über zur Ultimate. Die Ultimate ist dabei inzwischen eine wirklich starke Fähigkeit, da ihr sie sehr vielseitig einsetzen könnt. Wenn es darum geht, Infos zu bekommen, könnt ihr direkt am Anfang der Runde sie benutzen, um eben zu suchen, wo die Gegner sind oder eben auszuschließen, wo die Gegner sind. Wenn ihr komplett A-Main, A-Lang oder A-Lobby rausgepusht seid und ihr habt keinen einzigen Gegner gefunden, könnt ihr genau in diesem Moment eurem Team sagen, Leute, die sind höchstwahrscheinlich alle B. Falls ihr jedoch damit pushen wollt und einen Mate bei euch habt, könnt ihr auch prima aus der Ultimate raus die Gegner für sie flashen. Ansonsten habt ihr auch noch die Möglichkeit, relativ sicher einen Gegner rauszunehmen, indem ihr hinter einer Ecke verschwindet, bevor ihr aus der Ultimate geht und dann noch euren Klon platziert, sodass er nach vorne läuft und sobald der Gegner auf ihn draufschießt, könnt ihr pieken und ihn töten. Und falls ihr noch vorher einen Teleport platziert habt, was ich euch dringendst empfehle, seid ihr dann auch noch fein raus. Alternativ könnt ihr auch mit einer Shorty, selbst wenn ihr wenig Geld habt, und einer Flash versuchen, dem Gegner eine Waffe zu klauen. Hier im Hintergrund hat das Ganze auch hervorragend geklappt. Der Trick dabei ist es, die Flash
in den Lauf vom Gegner zu werfen und dann einfach mit der Shorty den Kill zu machen, die Waffe aufzuheben und abzuhauen. Und zu guter Letzt könnt ihr mit der Ultimate natürlich auch noch den Spike aufheben, falls er mal ungünstig verloren gegangen sein sollte. Und zusätzlich könnt ihr dabei auch noch mit eurem Teleport arbeiten, um den Spike schneller auf den anderen Spot zu bringen, wie hier in diesem Beispiel. Wir haben nämlich vor A viele Leute verloren gehabt und ich habe quasi schon vorher meinen Teleport auf dem B-Spot platziert und mit der Ultimate dann quasi den Spike abgeholt und für mein Team die Runde geklatscht. Wer sich das Ganze mal in Action genauer anschauen mag, kann sich natürlich auch gerne noch ein paar Gameplays von mir anschauen, die ich euch jetzt verlinke. Und wer mir bei meinem nächsten Projekt zuschauen mag, darf natürlich auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Als nächsten Agenten, das habt ihr nämlich abgestimmt, werde ich nun nämlich Neon mainen. Und wenn ihr wissen wollt, was dabei rauskommt, dann abonniert gerne den Kanal. Haut rein!